willkommen beim ersten Teil unserer zweiteiligen Masterclass, das Göttingen-Prinzip. Ich stelle mich ganz kurz vor, mein Name ist Patricia Dender, ich bin Coach und Mentorin für insbesondere Frauen, die in ihre wahrhaftige Kraft kommen wollen. Und zwar, das ist die Kraft, die in uns steckt, mit der wir geboren sind, die Energie ist. Unsere Kraft ist Energie, ist energetische Power. Und diese energetische Power wiederum kommt aus unserer Vorstellungskraft, aus unserem Denken, aus unseren Ansichten und aus unseren Rückschlüssen, aus unseren Überzeugungen. Und das gibt zum Schluss unsere Identität. Die haben wir niemals bewusst gewählt, niemals bewusst kreiert und generiert. Und genau das macht diesen Weg einerseits so schwer und andererseits aber auch so interessant. Denn wenn wir unsere innere Identität darauf ausrichten, was wir uns wünschen an Lebensstil, an Erfahrungen, an Erlebnissen, an Aussehen, an Körper, an allem, dann werden wir das bekommen. Neville Goddard sagt, dein Wunsch, deine Sehnsucht ist ein Versprechen. Das heißt, alles, was du dir wünschen und vorstellen kannst, wonach du dich sehnst, ist ein Versprechen, dass du es haben kannst, wenn du die entsprechende Identität einer Frau annimmst, die eben all diese Wünsche schon hat. Also, dass du als eine Frau, als eine Göttin, jetzt kommen wir zu diesem Thema der Masterclass, über diesen Erdboden gehst, die weiß, dass sie niemals irgend von einem Wunsch, von einem Bedürfnis getrennt ist, wenn sie sich energetisch mit dem Gefühl, mit den Gedanken und mit den Vorstellungen dieser Wunschwelt schon aufgefüllt hat. Also es geht nur um dich. Du, deine Verkörperung, dein Innerstes, was du im Innersten glaubst über dich, wer du bist, das führt dazu, was du im Außen sehen kannst, was die Energie für dich manifestiert, was deine Energie, was dein Bewusstsein, was deine Vorstellungskraft für dich manifestiert. Und warum haben wir oft ein Leben und Manifestationen, Dinge, Menschen, Jobs, einen Körper in unserem Leben, das wir eigentlich nicht wollen? Weil wir eine Identität übernommen haben, unbewusst übernommen haben, die genau meint, die Energie meint oder die Energie wird generiert. Wir meinen und generieren eine Energie. Wir haben Meinungen, die eine Energie generiert über uns und über die Welt, über die Funktionsweise der Welt, die dem entspricht, was wir da draußen sehen. Also, wenn wir etwas anderes draußen sehen wollen, um uns herum erleben wollen, in der manifesten, objektiven Welt für uns rausholen wollen, generieren wollen, dann müssen wir unseren eigenen energetischen Zustand verändern. Und das ist so simpel. Es ist so simpel, weil wir, ich selber persönlich, habe auch so lange geglaubt, oh mein Gott, ich muss meine Schwingung verändern, ich muss und wie mache ich das? Meine Schwingung ist mein Seinszustand. Ich bin mein Universum. Ich bin die Energie des Raumes, des Universums, dessen, was ich sehe.
Einfluss habe nur ich. Niemand anders hat Einfluss auf meine Energie, wenn ich es nicht erlaube. Und das ist so wichtig, das sind Prinzipien. Das sind Prinzipien, das sind energetische Prinzipien, das sind die Prinzipien der Schöpfung, das sind die Prinzipien der Manifestation. Dieses Prinzip kann niemand brechen, nur für sich nutzen. Und dazu ist es wichtig anzuerkennen, dass wir zwei verschiedene Identitäten haben, aus denen wir wählen können. Die erste Identität ist unsere automatische, unbewusste, einprogrammierte Identität. Die ergibt sich im Laufe unseres Lebens, solange wir uns nicht bewusst damit auseinandersetzen, was wir über uns glauben, wer wir glauben, wer wir sind, wie wir uns definieren, mit welchen Ansichten wir durchs Leben laufen. Diese Identität ergibt sich quasi von alleine. Das ist nicht gut, das ist nicht schlecht, wir sind deswegen nicht verflucht, sondern es ist quasi der Anfang des Spiels des Lebens. Und es gibt viele Mythen darum, die sagen, wir wählen diesen Anfang selber, wir wählen unsere Eltern, wir wählen, wo wir reingeboren werden. Darüber will ich mich überhaupt nicht auslassen, weil ob das stimmt oder nicht, kann niemand wissen. Aber wir können einfach wertfrei annehmen, dass jeder in irgendeine Situation hineingeboren wird, die nicht göttlich ist, die von uns verlangt, auf eine Reise zu gehen, die uns Klarheit verschafft, wer wir sind in diesem Leben, wie wir wirken in diesem Leben und wie wir das so verändern können, dass wir uns wohlfühlen, dass es für uns angenehm ist. Und dieses Wohlfühlen und dieses Angenehmsein ist nicht in diesem Sinne gedacht, wir bleiben stehen. Nein, es ist ein Zustand, in dem wir in uns selber die Sicherheit, die Liebe, den Rückhalt für uns selber generieren, diese Energie, diesen energetischen Raum in uns generieren und ihn mit uns tragen, sodass wir immer den Mut und die Kühnheit haben, für unsere Wünsche, Träume, Vorstellungen, Visionen, schönsten Dinge, die in unserem Herzen warten und uns erwärmen, uns glücklich machen, dass wir für das gehen, dass wir das verkörpern, dass wir diese Energie generieren, dass wir dadurch inspirieren, dass wir diese Räume in unserer ganzen Welt eröffnen, die unserer Energie entspricht und dadurch das Schöne, das Warme, das Angenehme, das Sichere, das Gesunde, das Glückliche, das Freudige, das Begeisternde in die Welt hineintragen. Und jetzt komme ich schon zum Bild der Göttin. Kurz zurück vorher, dieses Prinzip der Energie, das wird in den hermetischen Gesetzen übrigens auch erklärt. Die wenigsten verstehen es und noch weniger wissen, was für sie konkret zu tun ist. Und wir sind immer noch auf einem Weg, wo wir rumprobieren, weil wir noch nicht ganz verstanden haben, wie diese Energie aus mir heraus entsteht und welche Faktoren ich habe, um Energie zu verändern und zu transformieren. Das ist das Prinzip. Das lernen wir, das wenden wir an,
Da finden wir uns zu Hause. Das ist wie Training. Es ist wie Fitness. Dieses Prinzip zu verstehen, anwenden zu können in allen Situationen. Das führt zu meiner stabilen Aura, zu meiner stabilen Energie, zu meinem stabilen Charisma. Dieses Prinzip stabilisiert mich, gibt mir Halt, gibt mir Rückhalt, gibt mir Sicherheit, gibt mir Selbstbestimmtheit und gibt mir Freiheit. Unglaublich viel Freiheit, weil ich bin unbeeindruckt von dem, was im Außen gerade ist, weil ich immer wieder auf dieses Prinzip zurückfalle. So, und jetzt zur Göttin. Die Göttin ist die weibliche Form von Gott. Auch hier müssen wir ein bisschen Klarheit bekommen, weil es gibt so viele Mythen über Göttinnen in verschiedenen Kulturen, bei den Griechen, bei den Ägyptern, dann bei den Indianern gibt es Göttinnen, die Amazonen und so weiter und so fort. Aber mir geht es immer darum, die Essenz der Bedeutung rauszuziehen und nicht das Paradigma darum zu bedienen, die verschiedenen Ansichten darum zu bedienen, sondern zu sagen, was ist die Essenz einer Göttin, eines weiblichen Gottes? Und hier gehe ich mit Neville Goddard und ich sage, weiblich und männlich hat nichts mit unserem Geschlecht zu tun, sondern unser Geschlecht hat die weibliche und die männliche Energie quasi auch wieder im Sinne von Paradigmen übertragen bekommen. Aber wie ihr alle wisst, ist in Mann oder Frau jeweils weibliche und männliche Energie vorhanden. Und hier braucht es die Harmonie. Und zwar braucht es die Harmonie zwischen dem analytischen, logischen Denken, dem männlichen Part, und die Harmonie zwischen dem nicht logischen Wissen, dem weiblichen Part, der sogenannten Intuition. Und diese beiden Teile, dieses Männliche und das Weibliche, das gilt es zu harmonisieren. Flach gesagt, es gilt darum, deinen Körper in ein Denken zu bringen, das dich dorthin bringt, wo du gerne von Herzen her weißt, dass du hingehörst. Und wo gehörst du von Herzen her hin? In eine Welt, die dich liebt. In eine Welt, wo du anerkannt und unterstützt wirst. In einer Welt, wo du bedingungslos in Ordnung bist. Und zwar auch dann in Ordnung und unterstützt und geliebt bist, wenn es mal schwer für dich ist. Wenn du mal von dem Prinzip abgehen musst, wenn du deine Energie gerade nicht entsprechend generieren kannst, weil du emotional gerade noch nicht diese Stabilität, diese innere Arbeit machen kannst, weil irgendetwas nicht in Ordnung ist. Aber das möchtest du. Und das kannst du dir nur geben, wenn du dir eine Welt erschaffst, in der so gedacht wird, in der man rücksichtsvoll ist, in der man vergeben kann, in der man nicht nachträgt, in der man nicht böse ist, in der man nicht Wut in sich trägt, in der man sicher und gelassen ist. Und das wünschst du dir in deinem Herzen. Das musst du aber auch in deinen Gedanken dir denken und vorstellen können.
Und dann hast du diese Harmonie zwischen männlich und weiblich. Und das ist eigentlich das, was wir alle wollen, egal ob Mann oder Frau. Deswegen gilt das Gleiche, was ich jetzt eigentlich sage, nicht nur für die Göttin, sondern eigentlich auch für den Gott. Aber ich bin spezialisiert auf Frauen, weil ich als Frau selber all diese Wege, all diese Stolpersteine kenne und sehe, voraussehe und so ein wunderbarer Coach und Mentor sein kann, weil ich dich immer wieder genau dahin zurückhole, wo du von Herzen sein möchtest, wo aber dein Kopf, dein Denken, deine Ansichten dich noch nicht sein lassen. Und dass du dort angekommen bist, fühlt sich dann an, wie ich bin eine Göttin. Und zwar bist du deine eigene Göttin. Die bist du schon lange. Diese Göttin als Frau, dieses göttliche Design, dieses wunderbare, perfekte, schöne, kraftvolle, liebevolle, bedingungslose, energetische Design. Das wohnt in dir. Du kannst es dein inneres Wesen nennen, du kannst es dein Herz nennen, du kannst es von mir aus deine Seele nennen, was auch immer. Es ist eine Energie, es ist ein Denken, es ist eine Ansicht, es ist ein energetischer Körper, der sich von dem unterscheidet, was du gelernt hast in dieser Welt, was du über dich gelernt hast, was du über dich angenommen hast. Und jetzt geht es darum, wirklich diesen energetischen Körper aufzuladen, dein inneres wahrhaftiges Wesen mit dieser Göttinnen-Energie, mit dieser Göttinnen-Qualität aufzuladen. Und zwar einfach nur, weil du es möchtest, weil du spürst, dass es richtig für dich ist, weil du dich dafür entschieden hast, nicht mehr als ein Mensch mit Fehlern, mit Ablehnung, der abgelehnt wird, der nicht gut genug ist, der Dinge nicht kann oder nicht darf, die er sich wünscht, du keine Lust mehr hast, von irgendwelchen Vorstellungen in eine Ecke, in ein Paradigma, in eine Identität, dich drängen zu lassen, in der du dich überhaupt nicht wohlfühlst, weil dein inneres Wesen, deine innere Göttin, die weiß ganz genau, wie großartig du bist. Diese Energie ist da. Die ist so wie verschüttet, die ist eingemeißelt und eingesperrt und deswegen tut sie weh, weil sie gegen diese äußeren Mauern, die deine analytische Denkweise, die deine Ansichten haben, immer wieder dagegen brennt und Widerstand gibt und kämpft und ausbrechen will, aber du hast keine Vorstellung davon, wie es gehen kann. Und deswegen ist immer hier dieser kleine innere Kampf, dieser innere Widerstand, diese innere Wut und diese innere Kraft, die ausbrechen möchte aus einem Gefängnis, das wir uns selber zusammengebaut haben. Und das, was ich die Divine Design Reise nenne, geht eben darum, dass ich zu meinem göttlichen Design zurückreise, meine Ansichten auf mich aus einer höheren, perfekten, liebevollen, in diesem Moment fehlerfreien Perspektive wähle. Unabhängig davon, was mal war oder wovor ich Angst habe in der Zukunft, sondern jetzt in diesem Moment wähle ich, diese Göttin zu sein, diese Göttinnen-Energie für mich, und ich habe keinen Grund. Ich kann mir die komplette Erlaubnis geben. Ich habe keinen Grund zu sagen, nein, das ist jetzt nicht in Ordnung. Das steht mir jetzt nicht zu. Das darf ich jetzt nicht. Sondern ich weiß, in meinem Kopf ist es mir klar, meine Annahmen, meine Rückschlüsse, meine Ansichten erlauben mir bedingungslos, als diese wunderbare,
perfekte Version von mir jetzt hier aufzutreten, mich jetzt hier so zu fühlen, jetzt hier dementsprechend über mich zu denken, jetzt hier das Beste über mich, über mein Leben anzunehmen, zu wissen, dass es hinter dem, was ich kenne, ein Wissen gibt, das mich bedingungslos liebt, das bedingungslos weiß, dass ich ein göttliches Element bin, dass ich ein göttliches Wesen bin und nicht ein sogenannter menschlicher, ein sogenannter menschlicher Mensch, ein menschlicher Sklave, ein menschlich programmiert aus Menschenvorstellung, nach Menschenvorstellung, nach Menschenparadigmen, nach menschlicher Logik programmiertes Wesen bin. Nein, ich bin so viel mehr. Ich bin aus der höchsten, schönsten, liebevollsten, grandiosesten Energie geschaffen. Denk nur daran, als du geboren wurdest, da war alles noch in Ordnung. Und all das Drama, all der Schmerzen, all die Verletzung, die kam, weil du oder weil wir in einer Welt gelebt haben, in der wir uns Mangel vorstellen und wo wir immer von Mangelhaftigkeit und von Mangel und von Nicht-Gut-Genugheit. Mangelhaftigkeit ist etwas, was mangelt, was nicht gut ist. Und diesen Schuh haben wir uns angezogen. Und diesen Mantel und diese Energie und diese Aura und dieses Charisma, und das muss gereinigt werden. Eine Göttin ist klar und rein in ihrem Seinszustand. Eine Göttin weiß genau, wer sie ist. Sie lässt sich von nichts und niemandem das Gegenteil einreden, dass sie wunderschön ist, dass sie wunderbar ist, dass sie mit großem Herzen, mit allem schönsten Charisma, mit der schönsten Aura, der besten Ausstrahlung unterwegs sein darf. Sie lässt nichts dazu dienen, sich einzureden, dass sie nicht gut genug ist. Keine Geschichte, keine Angst, kein Erlebnis, kein Trauma dient der Göttin dazu, zu sagen, und deswegen bist du nicht gut genug. Und deswegen darfst du nicht dir das Größte und das Beste und das Schönste wählen, aussuchen und wünschen. Diese Gedanken hat eine Göttin nicht. Eine Göttin ist stabil in ihren Emotionen, weil sie das Prinzip der Energie kennt, weil sie das anwenden kann, weil sie das auch durch den Schmerz, auch durch Ängste hindurch bedingungslos anwendet, weil sie weiß, damit kreiere ich, damit generiere ich, damit manifestiere ich. Und emotionaler Schmerz, der gerade mal gekommen ist, der geht genauso wieder. Sie weiß genau, warum das so ist und warum sie sich auf diesen Schmerz gar nicht groß einlassen muss, warum eine Göttin sich nicht über ihren Schmerz identifiziert. Und das ist eine Göttin. Eine Göttin ist in ihrer inneren Kraft, in ihrer inneren starken, magnetischen, stabilen Energie, weil sie weiß, es ist ein inneres Spiel. Und das Außen ist eine Reflexion, eine Objektifizierung der inneren Energie. Eine Göttin weiß genau um diese Prinzipien und sie weiß genau, wie sie die anwendet und wie sie hinterher in diesem Körper, in dieser Verkörperung lebt, agiert, erlebt, beeinflusst, vorlebt. Und genau das ist das, was ich unter dem Göttinnenprinzip verstehe. Dieses Wissen um das Prinzip, diese klare Anwendung und bedingungslose Umsetzung und ein
tiefer und tiefer gehendes Verankern in einer inneren Stabilität, die mir den Rückhalt gibt, genau das vorzuleben, zu verkörpern, was ich im Außen sehen möchte. Egal, was jetzt für eine Situation ist, egal, wie es jetzt erscheint, egal, ob ich in einer tollen Beziehung bin, ob ich einen tollen Job habe, egal, ob es mir jemals vom Außen gespiegelt worden ist, egal, ob ich aus einer Familie komme, wo diese Energie herrscht, oder ob ich aus einer wirklich üblen, vielleicht sogar bösartigen Familie komme. All das hat mit mir nichts zu tun, wenn ich die Wahl auf die Göttin in mir setze, wenn ich diese Wahl treffe, wenn ich hier sage, das ist das, was ich machen möchte. Das ist das, was ich sein möchte. So möchte ich mich wohlfühlen. So möchte ich andere Menschen inspirieren. Ich möchte anderen Menschen zeigen, wie es ist, wenn ich in meinem vollen Potenzial bin, das aus meiner göttlichen Herkunft herkommt und nicht aus meiner menschlichen, irdischen Herkunft, aus meiner fleischlichen Herkunft herkommt, sondern aus meiner energetischen Herkunft. Aus dem, was ich energetisch bewirken kann, wenn ich mir über diese Prinzipien und die Einsatzweise, Anwendungsweise, Kontinuität dieser Prinzipien bewusst bin und es umsetze, wenn ich so bin und jedes Mal weiß, was zu tun ist, wenn ich das Gefühl habe, ich bin's nicht, ich bin überheblich und das könnte falsch gehen, das könnte nicht für mich sein. Hier sehe ich etwas an Anzeichen dafür, dass es doch nicht so läuft nach mir, dass ich mir doch Sorgen machen müsste, dass ich doch Kritik über mich an mir üben soll. All diese Dinge, die kannst du in dir selber transformieren, wenn du informiert bist über diese Wirkweise der Energie, die Energetics, über die Prinzipien, über dich selber, über dein Denken, wenn du ein krass bewusster Mensch bist, weil du weißt, dass bewusstes Sein einzig und allein heißt, bewusst generierte Energie, die ich verkörpere. Und das ist etwas, das darf ich lernen, das muss jede Frau lernen. Dafür ist jede Frau hier, diese Verkörperung einzugehen. Es braucht Mut, aber diesen Mut brauchst du eigentlich nur einmal. Und zwar, indem du entscheidest, das ist das, was hier in mir verkörpert werden will. Und es gibt keinen Grund, der mich davon abbringen kann, dass ich Schritt für Schritt dahin gehe, in dieses Wesen hineinwachse, dieses Wesen verkörpere, das sich wirklich gut fühlt, das sich liebt, das sich anerkennt, das sich wertschätzt. Weil nur aus dieser Energie heraus kann ich eine wertschätzende Welt haben, voll mit Anerkennung. Und das ist das, was wir uns alle wünschen. Und es entsteht in uns selber. Ja, ihr Lieben, das war der erste Teil heute von der Masterclass, das Göttinnenprinzip. Bitte schreibt mir drunter, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendetwas morgen wissen wollt, wenn ihr möchtet, dass ich auf irgendwas morgen eingehe, wenn wir uns um 10 Uhr hier wieder live treffen. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Schreibt mir, was eure Nuggets sind, was die Golden Nuggets aus diesem Teaching sind. Ich habe es extra um eine halbe Stunde herum gehalten, dass es kein Overflow ist, dass du dir das nochmal anschauen kannst, dass du mit Bleistift vielleicht nochmal davor sitzt und dir die Dinge rausschreibst und versuchst, die Resonanz in dir zu spüren über das, was ich sage, weil es ist etwas, mit dem sind wir alle geboren. Es ist ein inneres Wissen, das wohnt in uns. Und wir sind jetzt da, das rauszuholen, zu entstauben, schön zu machen, all diese Einschränkungen, Blockaden, Rückschlüsse wegzunehmen, die mir nicht erlauben, dieses Wissen in mir zu tragen und zu verkörpern. Und dann haben wir genau das erreicht, die Basis einer Frau, die
vorgeht, die sich selber führt, die stabil ist, die zuverlässig ist. Immer zuerst für sich selber, damit sie es nachher für andere vorzeigen kann. Deswegen sind auch meine Teachings tatsächlich nicht nur für Coaches, Berater oder Therapeuten, sondern es sind für alle Frauen, die hier durch ihr Beispiel führen wollen, sich zeigen wollen, vorangehen wollen, die Wahrhaftigkeit verkörpern wollen, die in uns angelegt ist. Es gibt keine Frau auf Gottes Erdboden, die diese Wahrhaftigkeit in sich nicht angelegt hat. Und meine Mission ist, diese Klarheit zuerst zu vermitteln und dann im nächsten Schritt begleitend, unterstützend zu helfen, das umzusetzen, diese Frau hier zu verkörpern von morgens bis abends. Also ihr Lieben, ich komme zum Schluss und wir sehen uns morgen. Bis dann. Tschüss.